Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniraIP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part sind wir hier etwas durch die Landschaft gelatscht, um die Monster zu töten, die wir töten sollen, und haben dabei die Verbundungsart gelernt. Oder Linkart, oder keine Ahnung. In der Aufnahme habe ich gesehen, wie Alvin jetzt Linkart genannt hat, aber ich habe schon wieder den deutschen Namen vergessen. Super, ne? Okay. Hier kommt aber ein wilder Kampf. So. Gott, ich habe mich schon wieder befunden, verdammt. Da will ich den Charakter kurz wechseln. Okay. Ich würde mal gerne. Tiger Blade. Cool. Dämonenzahn. Will es sich automatisch mit mir, kann das sein? Wiederherstellen? Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wo dieses Zeichen ist. Was mir angeblich sagt, dass ich Angriffe miteinander verbinden kann. Alvins Fähigkeit aufladen. Wenn du Kreis gedrückt hältst, nachdem Alvin eine Art gewirkt hat, gibt er sich in den Zustand aufgeladen. Wenn er sich im Zustand aufgeladen befindet, verschmilzt Alvin Schwert mit seiner Pistole und die Wirkung seiner Art verstärkt sich. Oh. Okay. Das möchte ich doch mal sehen. Ich kann vor dem Kampf wechseln. Wie geil ist das denn? Okay. Wir sind aufgeladen. Oh. Was hast du denn gemacht? Okay. Er kann sein Schwert aufladen. Ach, da war der scharfe Dämonenzahn. Oh Gott, Mila. Setz mal ein. Oh mein Gott, warum sind die denn jetzt so schnell tot? Ich werde aber auch, sie kann jetzt viel besser kämpfen. Boah, der Typ ist so langsam. Wenn man sich hier Jude zum Beispiel ansieht. Ich habe jetzt gar nicht auf seinen Schaden bis jetzt geachtet. Verbindungsgrundlagen. Im verbundenen Zustand arbeiten Partner zusammen, um ihre Gegner zu umstellen und sich gegenseitig Rückendeckung zu geben. Und feindliche Angriff. Rückendeckung gegen feindliche Angriff zu geben. Aus diesem Grund ist es mit einem Partner leichter, kritische Treffer zu landen und sich vor kritischen Treffern der Pfeile zu schützen. Ich finde das noch ein bisschen unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt werde ich erstmal Start drücken und das benutzen. Wow, den Angriff hätte ich gerne viel stärker. So, jetzt haben wir wieder fast voll AP. Ja, so viel. Ich glaube, ich habe im letzten Part noch gesagt, dass es viel zu einfach ist, aber jetzt werde ich nur in den Hintern getreten. Das muss ich ändern. Komm her. Zack. Okay, komm mal her. Boah, geil. Verstehe nicht, Mann. Was hat mich für ein Angriff? Wie geil! Mondchaos! Die haben sogar eigenständige Animationen, wenn sie miteinander kämpfen. Also zusammen miteinander kämpfen. Normaler Angriff und ACM. Wann immer du nach einem normalen Angriff eine Art verwendest, hilft dir dein Verbindungspartner bei der Bezahlung der Tippkosten für das Art. Wenn du einen normalen Angriff nach einem Art verwendest, verliert auch dein Verbindungspartner vom TP-Wiederherstellungseffekt der normalen Angriffe. Indem du also bei deinen Kombos zwischen normalen Angriffen und Art wechselst, kannst du deinen TP-Verbrauch optimieren. Okay. Und die sind jetzt Level 5, glaube ich. 4. Alvin ist Level 4, okay. Okay, ich glaube, ich sollte etwas hier
drauf achten, ne? So, ich möchte das hier lernen. Das reicht. Ach, das kann er auch direkt lernen. Maximal KP plus 5. Gerne. Dann möchte ich das hier haben. Ach, das sind Fertigkeitspunkte, mein Gott. Cerberus-Schlag. Kommt mir nicht bekannt vor. Drei Steine. Her damit. Das ist... okay. Über die Maximal-KP plus 5. Auch direkt lernen. Ist wohl nicht so schlimm, hier die ersten zu lernen, oder? Was haben wir denn hier? Plus 2 TP. 10 KP. Und Elvin hat noch keinen, okay. So, Fertigkeiten. Mit markierten Fertigkeiten wirken sich auf Verbindungspartner aus. Stelle die richtigen Fertigkeiten ein und führe mit verbundenen Figuren zu dramatischen Effekten. Was ist denn heute los, mein Gott? Öffne beim Kampf das Menü und drücke R1, um deine aktuell eingestellten Fertigkeiten anzuzeigen. Hä? Ah, okay. Ja, okay, das hier ist dann also... Das wirkt sich auf Partner aus? Okay. Ja. Gut. Und Arzt hat er jetzt Zerbruchschlag? Luft geschleudert wird, okay. Das ist ein Stiefel, okay. Und ich sehe gerade, er ist auf halbautomatisch eingestellt. Manuell würde ich gerne machen. Obwohl, nee, noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich möchte mal Mila steuern. Komm her. So, jetzt guck ich mal unten an. Ich habe schon gewechselt. Cool, war. So. Boah, man weiß, wie man das fertig aufgeladen hat. Ich sollte die Angriffe vielleicht definieren. Die werden nicht automatisch reingeballert, das finde ich blöd. Was haben wir noch nicht? Für drei aus Stein, okay. Ey! Kann ich auch das hier und dann direkt. Ne, danach kann ich das nicht direkt machen. Ich wollte erst Grab einsetzen und dann diese aufgeladene Version davon. Das war schwer auszufinden, ob das dann fertig ist, also aufgeladen oder nicht. Was? Also ich möchte nicht nur. Ich möchte das Gespräch nicht unterbrechen, Entschuldigung. Upsala. So, Zerbauschlag. Lass mir mal wieder sagen, der Typ kämpft so cool. Und die TP gehen zu Neige, sehe ich gerade. Ich werde aber immer noch nicht angezeigt wird. Ach, ich bin ja gar nicht verbunden, mein Gott. Okay, Maida, du hast schon wieder wenig HP. Du bleibst einfach nicht hier. Er ist noch gewöhnungsbedürftig, aber da komme ich schon rein. Ich bin ja kein Loop-Player. Ich bin nur ein bisschen bescheuert. Okay, schöne Federn. Nice Boat. So, von da kam ich. Oh, da ist noch eine Ecke, die ich nicht erkundet habe. Aua. Zack, zack, zack. Oh.
So, ein bisschen heilen, aber ein Meiler scheint die ganze Zeit hier einfach für die Nase zu kommen. Ich weiß nicht, lernt man noch neue Techniken, wenn man einige vorher wieder öfter eingesetzt hat? Meiler bewegt immer weg, wenn ich am Heilen. Weil in Tales of the Abyss konntest du dann immer so, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel zwei Angriffe immer oft eingesetzt hast, dann hast du eine verbundene Version davon. You know, I think there used to be a town around here. Wanna take a peek? But we haven't completed our job yet. Come on, school's out. Your homework doesn't have a due date anymore. When you accept the request, you can take it at your own pace. Is that the way it works? That's the way it works. The whole reason you took the request was to pay my fee, right? If you see another opportunity to make a few bucks, feel free to make that the priority. I had been planning to get you paid in Niakara. That's so? Well, you're the client. At the end of the day, it's your call. Okay. Ich muss aber gucken. Westlich, okay. Okay, das sieht schon dahin wichtig aus, deswegen gehe ich erstmal nach Westen. Wenn er schon sagt, da ist eine Stadt, dann gehe ich lieber woanders erst hin. Ach ja. Mila, du bist irgendwie die ganze Zeit am Sterben. Gucken wir mal. Vorwiegend Arzt. Mach mal das mal. Dann setzt sie mir ihre Zauber ein. Ob sie dann jetzt ihre aufgeladene Version oder ihre Angriffsversion einsetzt, ist auch wieder eine Sache. Da weiß was ich steuerlich mache. Wird schon klappen so. So, gut, komm mal her. So, wenn ich jetzt wüsste. Wenn ich jetzt wüsste, ach, die hat gar keine TP mehr. Ich versuche die ganze Zeit. Aber das klappt nicht. Boah, guckt euch das mal an. Das ist geil. Das sind sogar eigenständige Angriffe. Ja, die kann jetzt nicht mehr diese Dinger werfen. Schade. Zack. Boah, jeder Kampf sieht aber Hammer aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist ja immer so in der Tales of Serie. So, 600 Gold. Wir haben fast alle Monster hier ausgemerzt. Das ist auch schon mal gut. Ich hoffe, jetzt kommt nicht irgendwie ein Boss oder so. Weil dann gibt es Probleme. So, ich möchte gern TP fahren. Okay. Oh, das war geil. Endsturm. Oh, Serien. Was war das? Ich hatte eine Serienchance, was war das? Und wir hatten ein Level Up. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Und zwar. Für gleichzeitig. Ach ja, Guardian Field. Es muss Guardian Field sein. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, weil ich jetzt nicht weiß, was, würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.